Ey, wie süß das ist, Mann. Wie süß das ist. Hey, hey, wir haben einen Sneak Peek. Wir haben schon einen Sneak Peek hier direkt. Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zu sehen. Du siehst heute wieder fantastisch aus. Nur, ich wollte es nur kurz anmerken. Ich wollte es nur kurz sagen, es muss ja auch mal gesagt werden, wie gut du heute wieder aussiehst, ja? Freunde, wir sind heute am Start mit etwas anderem. Und zwar nichts Musikalisches ausnahmsweise mal. Wir haben aber die Roomtour, die Haustour, sag ich mal, von Shireen jetzt hier bekommen. Die hat sie, glaube ich, sogar ein bisschen angekündigt auf Instagram. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich verfolge sie da nicht allzu sehr. Aber ich dachte, das passt doch sehr, sehr gut, wenn wir uns auch mal sowas geben, weil wir uns letztens auch mal so ein, zwei Studio-Sessions gegeben haben und noch geben werden in Zukunft, was ja auch dann nichts mit Musik direkt zu tun hat. Und ich habe unglaublich Lust, mit euch jetzt auch so die Künstler und Künstlerinnen ein bisschen besser kennenzulernen, die wir uns hier tagtäglich ansehen auf diesem Kanal. Falls ihr neu sein solltet, Freunde, lasst gerne ein Abo da. Wir haben uns schon einige Reactions zu Shireen gegeben. Oben im i werde ich euch ein paar verlinken. Die Babs die Bass Reaction, Freunde, da seht ihr mich einfach nur staunen und sie bewundern für ihr Talent. Und ansonsten haben wir uns auch 90, 60, 111 gegeben. Und noch ein, zwei andere Sachen, schaut da gerne vorbei, würde mich sehr freuen. Ansonsten seid ihr herzlich willkommen, ein kostenloses Abo dazulassen und der kleinen Family, die wir hier haben, beizutreten, Freunde, ja. Wir schauen jetzt auf jeden Fall rein bei Willkommen bei mir zu Hause von Shireen David, vor einer Stunde hochgeladen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es bei ihr aussieht. Wir haben bis jetzt ja noch nichts von ihr zu Hause gesehen, wir haben noch nichts gesehen. Außer, wurde Babsy Bass bei ihr gedreht? Das war das Einzige, was mir einfallen würde, wo wir... Ich könnte mir vorstellen, dass Babsy Bass sogar bei ihr gedreht wurde. Es sah sehr wohnlich nach dem Wohnzimmer da aus. Das wäre das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Ja, das wäre das Einzige. Wir hören rein, Freunde, ich bin sehr gespannt. Let's go. Oh, sehr laut. Ey, guck mal, wie sympathisch sie direkt ist. So, die Tür geht auf, das Erste, sie hat so ein breites Lächeln im Gesicht. Aber ein ehrliches Lächeln. Nice. Hey Leute, was geht ab? Ich habe euch überhaupt nicht erwartet. Mein Name ist Shireen David und nicht Romeo hat mir seine Uhr abgezogen, sondern ich habe ihm seine Uhr abgezogen. Ey, wie süß das ist, Mann, wie süß das ist. Vor diesem Rapper, Kinderfragen-Rapper mit Romeo. Ey, das war so süß, dass sie diese Uhr wirklich noch hat. Ey, süß, einfach süß. Und diese Tasche, ey, diese Tasche hat sie vorgestellt, bei, als sie bei Justin auf dem Kanal war. Bei Justin hat sie öfter mal so My Latest Pickups oder so. Mit berühmten Leuten, da war Shireen dabei, da hat sie diese Tasche vorgestellt. Die hat sie gebraucht, gekauft, aber die war wie neu. Schniegelnagelneu, so sagt man. Sein Ohr abgezogen. Nicht auf euch. Gar nicht. Ey, dafür liebe ich sie, für ihre Personality. Schön, dass sie da sein. Kommt mal bitte rein. Kommt ey, mal rein. Schön, dass wir da sein dürfen. Schuhe draußen. Ja, genau. Und jetzt könnt ihr reinkommen. Shireen sagt, Schuhe ausziehen, hat aber selber Schuhe an. Okay, ihr Haus, ihre Regeln. Kommt bei mir zu Hause. Ihr wart noch nie hier. Außer wir haben tatsächlich noch nie was gesehen, okay. Ganz kurz, als ihr einen kleinen Einblick auf Babsy Bars hattet. Tatsächlich haben wir mit Babsy Bars was schon gesehen. Ey, Shireen und ich sind so connected. Genau, hier gedreht haben. Ja. Der Penner macht von mir auf Playboy so wie Charlie Harper. Aber ist bankrott und muss Steine pushen wie Alibaba. Ey, so ein guter Song immer noch. Oh, okay, sorry. Wie ihr alle eingeschaltet habt, das ist meine wunderschöne Küche. Und zuallererst komme ich erstmal an. Möchtet ihr was trinken? Ich möchte auf jeden Fall... Ich würde gerne ein Wasser trinken. Kannst du mir ein Wasser anbieten? Ich würde gerne was trinken, denn ich bin wirklich sehr, sehr, sehr aufgeregt heute. Ein Wasser, danke. Ich habe das allererste Mal ein neues YouTube-Video im Start. Ich weiß gar nicht, wann genau ey, das richtige YouTube-Video geworden ist. Anton? August 2019. Ey, Anton kenne ich noch. Sie arbeitet immer noch mit Anton zusammen. Anton kenne ich noch, glaube ich. Anton, also nicht persönlich, aber Anton... Hat auch bei Gangtour-Zeiten und so immer Kameramann und so gemacht, glaube ich. Nice. August 2019. Bro. Mein Gott. Oh, no, 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 no. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Video hier überhaupt angezeigt wird. Also erstmal vielen, vielen Dank an die Leute, die überhaupt... Ey, Bro, ich fühle diese Nägelfarbe. Der Nagellack ist ultra fresh. Nice, Mann. Ob wir sie jetzt schon mal raufgeklickt haben und eingeschaltet haben. Ich freue mich unglaublich, dass ihr hier seid. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Aufregt. Ich glaube, das merkt man. Ich muss wieder ein bisschen reinkommen, deswegen... Ich finde gar nichts. Sie ist nie rausgekommen. Sie ist immer noch so durch und durch im YouTube-Ding drin. Finde ich nice. Nett mit mir. Jedenfalls freue ich mich, dass ihr hier seid. Ich
update euch mal ganz kurz zu dem, was alles abging in der Vergangenheit und was alles auf euch zukommen wird. Wir kriegen heiße Infos gedroppt, nice. Eine unfassbar wilde Zeit. Habt das Gefühl gehabt, beim ersten Album, beim Supersize, konntet ihr gar nicht so viel verstehen, was hinter den Kulissen abging, weil ich einfach zu fokussiert war, dieses ganze erste Ding perfekt zu machen. Diese Verständlich aber auch. Mit neuen Leuten zu arbeiten, mit einem neuen Team nach Berlin zu ziehen. Es war wirklich sehr, sehr viel. Sehr viel. Aber jetzt hat sich das eingependelt. Anthony ist mit am Start. Dachte ich, erzähle euch einfach mal so ein bisschen, was abging. Als Supersize gedroppt ist im September 2019, hatte ich danach so eine kleine Depri-Phase. Ich glaube, das ist normal. Hm. Ich glaube, du bringst dein erstes Baby zur Welt und bist danach... Ich glaube, auch Selbstfindungsphase so ein bisschen braucht man vielleicht auch. Verwirrt, wie machst du weiter? Wo willst du überhaupt ansetzen? Was sind die nächsten Schritte? Ich habe mir meine Mama geschnappt. Meine Mama hatte Geburtstag. Wir waren 2 Wochen auf Mauritius, hatten den Spaß unseres Lebens und war dann danach zurück. Ein bisschen lost, hat mich dann aber wieder schnell gefangen. Und sehr gut. Dann haben wir angefangen, an meinem zweiten Album zu arbeiten im Januar 2020. Jesus, ich hab nice. Und dann, als wir angefangen haben mit einem neuen Team, mit neuen Sessions, mit neuen Inspos, ging's wieder los. Sounds, weil ich wollte unbedingt ein bisschen weg vom ersten Album und so ein bisschen mehr in meine Richtung gehen. Das, was ich so ein bisschen noch persönlicher fühle. Und ich glaube, es ist vollkommen normal, wenn man erstmal anfängt, Musik zu machen, dass man sich ausprobieren muss. Das Ding war einfach bei mir, dass sehr, sehr oft und von vielen Leuten erwartet worden ist, okay, Shirin David hat diese riesen Reichweite, sie hat erreicht super viele Leute und es ist alles schon so huge. Und ich hatte immer diesen ganz krassen Druck, egal was jetzt von ihr... Du musst abliefern, du musst die Leute immer noch umhauen, du musst deren Erwartungen übertreffen. Kommt, es muss einfach on point sein. Ja. Die müssen unfassbar sein, die Songs müssen unfassbar sein und das war auch mein eigener Anspruch. Aber in dem Falle habe ich dann oft vergessen, was mir richtig, richtig wichtig ist. Deswegen, ich habe dieses erste Album geliebt, ich habe die ganze Kampagne geliebt und ich bin unfassbar dankbar auch an der Stelle, wie krass ihr mich unterstützt habt, wie krass es bei euch angekommen ist. Aber trotzdem. Es ist ja auch ein krasses Album geworden, so, aber das Album, ich glaube, sie will sagen, das Album steht für sich. Es war jetzt eine Zeit abgehakt, man bereut gar nichts, es war ein super Ding. Aber jetzt möchte man sich weiterentwickeln, was anderes machen, was ihr auch mehr jetzt zum jetzigen Zeitpunkt mehr am Herzen liegt. Und das finde ich gut, dass sie das erkannt hat. Hier muss man sich eben weiterentwickeln und irgendwie diese Entwicklung. Entwicklungszeit ist immer die intensivste und auch die schwerste und das hatte ich. Wir haben also am zweiten Album gearbeitet, hatten das Album eigentlich auch schon fast ready. Ihr habt Hoes of G's Down bekommen, ihr habt 90, 60, 111 bekommen. Danach kam das Haftbefehl-Feature, mein krankestes Traum-Feature ever. Ey, so nice, Mann. Conan Xenia, so fucking nice geworden. Und danach kam noch Never Know mit Loco. Und das waren diese vier Releases. Ey, auch so nice, man, Never Know. Ich weiß, viele sehen Never Know so mit so zwei zugedrückten Augen und finden das nicht so nice, aber Never Know, eines meiner Lieblingslieder der letzten, keine Ahnung. Anderthalb Jahre oder so, muss ich sagen, Real Talk. Dem Zeitpunkt bekommen habe, danach habe ich mein zweites Album gecancelt. Das heißt, ich habe alle 12 Songs komplett verworfen, weil ich mich einfach in dem Moment nicht ready gefühlt habe oder beziehungsweise gemerkt habe, das ist noch nicht mein zweites Album. Man sagt immer, das zweite Album ist das Wichtigste. Und ich hatte nicht dieses Gefühl, sag mal echt, Real Talk. Dieses Album ist unfassbar. Das hatte ich einfach nicht. Deswegen, kurz gesagt, von diesen Album sind original 3 Songs übrig geblieben, die jetzt auf meinem fertigen zweiten Album geblieben sind und ich bin unfassbar happy. Also 3 Songs sind übrig geblieben, so I guess Hoes Up G's Down, 90, 60, 111, denke ich mal, weil die ja auch noch auf ihrem YouTube-Channel mit Musikvideos öffentlich sind und ein Song, von dem wir noch nichts wissen. Ich bin gespannt, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich finde gut, wie viel sie gerade darüber erzählt und dass sie die Entscheidung getroffen hat, das wegzuwerfen, in Anführungsstrichen, ja, aber dafür damit zufrieden zu sein, das ist wichtig. Wie es jetzt alles passiert ist. Deswegen in den nächsten Wochen und alles, was jetzt auf euch zukommen wird, werde ich euch zeigen, wie wir gearbeitet haben, was wir gemacht haben. Oh, ich bin gespannt, ey! Wir werden uns alle Behind-the-Scenes-Sachen ansehen. Wir werden uns alles ansehen. Ich habe Bock darauf. Gib mir gerne mehr. Ich werde mir alles ansehen. Vorstellen. Anthony und ich haben uns unfassbare Videoideen ausgedacht für euch. Und ich freue mich übertrieben. Deswegen aktiviert eure Benachrichtigung. Entabonniert und abonniert mich nochmal, dass meine neuesten Videos immer und immer wieder bei euch angezeigt werden. Macht das, macht das. Folgt mir auf Insta. Ey, Freds, lasst euch jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Auf diesem Video hier bei mir. Das supportet mich sehr. Und ich appreciate das von jedem und jeder Einzelnen von euch, die das hier macht. Deswegen vielen, vielen Dank dafür, dass ihr mich auch so krass supportet. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ich bin mir nämlich darüber auch bewusst, dass viele Leute, die neu dazugekommen sind, mich noch gar nicht so richtig kennen, wie die Shirizzles von früher. Die Shirizzles! Ich sag's, wie es ist. Ich war immer ein kleiner Shirizzle. Ich war schon immer ein kleiner Shirizzle. Ich bin's immer noch.
Hey, ich sag, wie es ist. Ich bin und war ein kleiner Sherizzle, ja. Sachen aufarbeiten, aber wir werden euch auch ein paar aktuelle Dinge zeigen. Aber kurz gefasst, ihr habt dann zum Ende des Jahres Bubsy Bars bekommen. Ihr seid aus... Bro, ich bin ausgeflippt in meiner Reaction. ...ausgerastet und ich möchte bitte nicht, dass ihr mich schon wieder anschreibt, warum Bubsy Bars noch nicht auf Spotify ist. Deswegen... Ey, es fuckt mich auch ein bisschen ab. Ich muss immer auf YouTube hören, aber es ist okay. Bleibt dran. Jedenfalls war es ein unfassbar wildes Jahr. Wir haben dann weitergemacht und jetzt tatsächlich zu meinem Geburtstag. Oh, hey, es sieht clean aus in ihrer Wohnung. Nice, sieht clean aus. Ich mag die weiße Optik hier. Dahin bin ich unfassbar happy und ab Geburtstag, ich sehe aus wie eine reiche Old Lady mit ihren 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blumen. Ein bisschen. Deswegen, ich hatte den geilsten Geburtstag auch. Ey, das freut mich. Ich bin letzte Woche, genau vor einer Woche, 26 Jahre alt geworden. Ey, das freut mich. Dankeschön. Alles Gute nachträglich. Ich möchte mich an der Stelle bedanken an meinen guten Freund Flo. Flo der Flo. Excuse me! Er hat mir diese Bottega geschenkt. Und Leute, es gibt die zwei, ich will nicht lügen, wie oft es sie mal gibt, aber angeblich gibt es sie zweimal in Deutschland, wenn sie... Holy shit, Digga, Bruder. Luciano hat sich nicht lumpen lassen. Thema gibt, scheißegal, ich meine... Bro, wow, look at it. Kurz. Looks fancy, ich mag das. Ich mag den Griff nicht so sehr, der sieht ein bisschen billig aus, aber die Tasche an sich sieht fucking fresh aus. Scheiß auf Bottega. Was ist das für ein unfassbar süßes Geschenk? Retalk, Mann. Ich küsse deine Augen, das ist wirklich das Cuteste ever. Und ich glaube, sie wird auch nicht lange bei mir bleiben. Ich glaube, Patty zieht sie morgen eh ab und dann werde ich sie nie wiedersehen. Aber vielen, vielen Dank an der Stelle auch. Ey, nice, Mann. Liebe und Grüße gehen raus. Ey, voll süß. Das freut mich. Also, hier sind überall noch Geburtstagsgeschenke, Puzzle, Bilder, Schokolade, Bücher. Und das hier ist immer meine Gemütlichkeitsecke. Und ey, das sieht echt gemütlich aus. Was? Was haben wir denn hier, meine lieben Freunde? Aber ganz kurz, bevor ich euch das zeige, wir machen erstmal das Bild aus, nicht, dass wir noch in Probleme bekommen wegen irgendwelchen Bildrechten, weil wir sind ja keine Anfänger. Magic Bits, Pipi Blocks. Bergs, Bad Love, Idas Glücks, wer hier mit dem Stoffherz? Gab dieser Seele Support, bin ich Fan? Yes, ma'am. Text, sicher Tracks, immer performt in die Webcam. Hey, hey, wir haben Sneak Peek, wir haben schon einen Sneak Peek hier direkt. Ey, no, das reicht nicht. Wir geben uns das nochmal einfach. Ich kann einfach zurückspulen. Ich sag's, wie es ist. Ich brauche das nochmal für meinen Hörgenuss. Oh, die Betonung. Diese Betonung, wie sie so hoch geht. Nice. Oh, ey, auch die Adlibs. Okay. Nice, ey, ich liebe diesen Stil. Das ist der Bubsy Bars Stil. Das ist so dieser Bubsy Bars Stil, den ich liebe. Wie sie dazu auch gegroovt hat. Davon möchte ich mehr haben. Das reicht, weil ich weiß nicht, wer hier Hörproben von meinem zweiten Album... Was? ...Album anmacht, denkt, dass ich nicht dazu mitmachen kann. Können wir das bitte auf später verlassen? Ja, danke. Was? Sorry? Ey, ich hätte gerne noch eine Hörprobe. Ich melde mich freiwillig. Ja. Jedenfalls, Themawechsel. Dazu kommen wir später. Kurz dazu. Das ist keine Bag. Das ist eine wunderschöne Musikbox. Die habe ich von einem gewissen Herren geschenkt bekommen zu meinem Geburtstag. Stimmt, Shindy. Stimmt, das habe ich auf Instagram gesehen. Stimmt, stimmt. Die sind Shindy und Shireen sind jetzt wieder so. Und die originale Version von Afalterbach mit Shireens gesungener Hook ist auf Spotify verfügbar. Da gab es so ein bisschen hin und her, bla bla bla. Die sind jetzt aber wieder cool connected, was mich sehr freut. Und die originale Version mit Shireen hört sich auch tausendmal geiler an als mit diesem Shireen-Double da. Hört sich viel besser an, die originale Version. Hat mich sehr gefreut. Pub Cruise, der Mercedes Drop Top. Made in Afalterbach. So fresh und so clean. Konto voll cream und hat Streit mit der halben Stadt Money. Komm, aber die hat jetzt diesen besonderen Platz. Ausgaben wegen Fashion wie die Vogue. Und ihr Missgeburten dachtet, ich wäre broke. Okay, sorry Leute, es war kurz der Hype ein bisschen da. Ich wollte auch immer vorher unbedingt eine Box haben. Ich hatte immer nur die von meinem Fernseher. Jetzt habe ich hier diese süße Box. Ich meine, it's snapping, bro. Ich stell die mal wieder ab. Jedenfalls, hier habe ich ein unfassbar süßes, also ich habe sehr, sehr viele Tablebooks. Oh, ich sag's, wie es ist, der Tisch ist ein bisschen viel zu weit weg, oder nicht? Der Tisch ist a little bit weit weg from the couch, in my opinion. ...bekommen, weil ich liebe Tablebooks. Also ich habe da so einen kleinen Mini-Stapel. Ich finde, das ist einfach das Schönste, was es gibt. Ich bin obsessed mit Donatella, mit Naomi, mit schönen Frauen, mit schönen Kollektionen. Hm. Aber das allerschönste Fotobuch, / ich mache daraus ein Tablebook, was ich je bekommen habe mit Abstand, ist von Anton. Und das, oh, Anton. Das ist ein Buch, was
also von unserer Zeit gemeinsam von Januar bis März in diesem Jahr tatsächlich. Also alles, was sie behind the scenes gemacht haben, so fängt das zum Beispiel an. Happy Birthday. Ey, wie süß ist das, Digga? Ich habe nicht den Titel und damals gab es den Titel auch noch nicht. Ey, wie süß. Er hat einfach seine schönsten Fotos zusammengestellt, so ein unfassbar nices Fotobuch zu machen. Oha, diese Quality. Viel zeigen, weil... Zum Thema Gran Canaria kommen wir noch. Deswegen, Freunde der Sonne, aktiviert. Warte, haben wir Vlogs und so? Ey, wir werden uns Vlogs, Behind-the-Scenes-Stuff, Making-of, Studio-Sessions, irgendwelche Videos werden wir uns geben, wenn ihr darauf Lust habt, Freunde. Wenn ihr darauf Lust habt, schreibt es in die Kommentare, weil ich bin kleiner Shrizzle immer noch, Freunde, und ich würde mir die Videos eh geben. Dann können wir uns auch die auch zusammen ansehen. Aktiviert eure Glocken, ist mir egal, ob bei Insta oder bei YouTube, aktiviert einfach alle. Aktiviert alle Glocken. Ihr müsst am Start sein, weil... Ich bin am Start. Videos... von Gran Canaria. Oh, nice! Ich werde euch mein Team vorstellen. Wir werden euch zeigen, wie wir gearbeitet haben. Oh, sowas finde ich so interessant. Sowas liebe ich. Haben, was wir gemacht haben. Es war wirklich die krasseste Zeit. Und geil. Es hat einfach so viel Spaß gemacht. Ich kann gar nicht glauben, dass das schon wieder vorbei ist. Ich vermisse die Zeit. Wie sehr vermisst du auch frisches Avocado? Unfassbar. Frisches Kaffee am meisten. Frisches Kaffee. Frisches Avocado. Ey, Leute, ich würde am liebsten wieder dahin fahren. Einen ganzen Monat waren wir da. Kannst du das glauben? Unfassbar. Ein Monat sind 31 Tage, wissen die wenigsten. Einen ganzen Monat. Und jetzt sind wir aber wieder nice, hier. Mann. Und deswegen möchte ich euch ein bisschen was zum zweiten Album erzählen. Beim letzten Mal konnte ich, ich weiß gar nicht, wie sie sich jetzt hinsetzen, wie sie sich hinlegen. Ich habe so lange Jogginghosen getragen im Studio und so viel Mist gegessen, dass ich gar nicht mehr weiß, wie man sich wie eine Lady benimmt im Rock und so. Aber das macht sie so sympathisch, dass sie einfach beides sein kann. Sie ist einfach, wer sie ist, so wisst ihr? Ich weiß einfach nicht mehr, wie das funktioniert. Das macht sie so sympathisch. Habe ich diesmal alles so timen können, dass ich erstmal mein Album finalisieren konnte. Unfassbar happy bin. Wir haben uns wirklich den Arsch aufgerissen dafür. Das glaube ich. Von ganzem Herzen. Es wird ein sehr persönliches Album. Ich werde sehr ehrlich sehr zu gut. euch sein. Ich werde euch sehr viel erzählen, was ihr noch nicht bist oder was ihr nicht mitbekommen habt, vor allem mein Weg in die Musik und da wird viel Real Talk kommen, so, oh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Was für mich war und wie ich mich gefühlt habe, was passiert ist, mit wem ich gearbeitet habe. Finde ich sehr gut. Ich höre jeden Tag neuen Gossip und deswegen müssen ein paar Sachen auf jeden Fall aufgeräumt werden. Und das oh, da freue ich mich drauf, Mann, da freue ich mich drauf. Und ich glaube wirklich, dass ihr es lieben werdet. Und deswegen freue ich mich auf alles, was kommt, weil ich möchte euch mitnehmen, ich möchte euch alles zeigen, ich möchte euch vor allem Songs erklären. Ich habe das Gefühl, dass beim ersten Abend... Das ist nice, Mann. Wir kriegen also so... als Promophase quasi eine begleitende Videoreihe auf ihrem YouTube-Channel zu Songs, zu Prozessen, zum Team, zum Drumherum, zu hinter den Kulissen. Das finde ich fucking nice. Weil ich euch nicht die Geschichte ganz zu Ende erzählen konnte, weil ich zu beschäftigt war mit dem ganzen Prozess an sich. Und diesmal habe ich es geschafft, das ganze Album ready zu machen. Und jetzt, Zeit für den Prozess. Auf YouTube-Videos für euch zu konzentrieren, wie ich euch meine Sachen erklären möchte, euch mitzunehmen, euch abzuholen. Und deswegen, ich glaube, das wird eine unfassbare Zeit. Ey, ich freue mich drauf, ich freue mich drauf. Jetzt irgendwie euch noch voll zu quatschen, ist es mir super wichtig, weil jetzt in dem Moment ist auf meinem Instagram ein neues Bild online gegangen. Und für mein nächstes Video am nächsten Sonntag möchte ich explizit auf eure Fragen eingehen. Das heißt, egal wie persönlich sie sind, ob sie oberflächlich... Ey, Freunde, wir werden uns nächste Woche Sonntag, aktiviert bei mir gerne auch die Glocke, wir werden uns das Q&A geben. Sie wird Albumfragen und so beantworten. Das möchte ich wissen. Ich möchte die Infos wissen, den heißen Scheiß. Wir werden uns das zusammen geben. Deswegen sind wir da wieder am Start. Es ist mir egal. Hauptsache, ihr fragt mich das, was euch auf dem Herzen liegt. Vielleicht sind es die Fragen mit den meisten Likes. Vielleicht sind es auch die Fragen, wo ich denke, okay, das kann ich euch gerade sehr gut erklären oder beantworten. Ja. Deswegen, ich freue mich auf alle Ich freue mich auch drauf. Ey, das wird nice. Sehr euch das Thema Team und Ghostwriting interessiert. Und auch dazu gibt es natürlich ein paar Themen, weil bei uns heißen die übrigens nicht Ghost. Writer, sondern bei uns heißt es Writer, weil wir ghosten nix und... Ey, das finde ich aber auch nicht schlimm. Viele sagen immer, wenn man Ghostwriter hat oder Writer, die mit dir am Text arbeiten, dass das schlimm ist. Aber ich finde das 0,0 schlimm, weil, Digga, das ist ja so, keine Ahnung, wie soll ich das beschreiben? Die versuchen uns das bestmögliche Produkt zu liefern. Und wenn dann Leute helfen können, die das Produkt noch nicer machen, ist es ja voll okay. Das ist ja nichts. Und sie verheimlicht ja nichts und so. Ich finde diese Debatte voll dumm eigentlich so. Weil wenn... Keine Ahnung, nehmen wir ein iPhone, Freunde. Ein iPhone ist geil, so. Jeder hat ein Handy oder ein Smartphone an sich. Hat das ein Mensch gemacht? Nein! Trotzdem kennt jeder nur Steve Jobs so mäßig, wisst ihr? Jeder kennt Steve Jobs. Aber sind wir sauer auf Steve Jobs, dass er das nicht komplett alleine gemacht hat? Nein, sind wir nicht. Wir sagen, ey, Steve Jobs ist so der Hauptman dahinter vielleicht gewesen, ja. Aber kacken wir ihn an, weil er das nicht ganz alleine gemacht hat oder weil Elon Musk den Tesla nicht alleine baut? Natürlich nicht. So, man holt sich Hilfe
wo Leute da sind, die das Produkt noch geiler machen können. Und deswegen check ich diese Debatte nicht von wegen, das hast du ja aber nicht alleine gemacht. Das ist natürlich so, Digga, enjoy doch einfach das Produkt so an sich und seid doch stolz auf das ganze Team dahinter dann. Das ist doch viel geiler. Wir verstecken keine Writer. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, das Video dazu kommt nämlich den nächsten Sonntag darauf. Nicht den nächsten Sonntag, sondern den nächsten Sonntag darauf. Okay. Bleibt auf jeden Fall am Start, weil ich freue mich. Einfach lieben. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst immer auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Habe ich schon gemacht. Ihr habt Bock. Ich habe sehr Bock. Das ist keine Single-Ankündigung, das ist keine Album-Ankündigung, das ist einfach nur eine Ankündigung, dass es jetzt losgeht. Oh, ich freue mich, Mann. Ich freue mich. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich richtig. Danke für die Einladung. Krass, wieder zurück zu sein. Es fühlt sich unfassbar gut an. Ich freue mich auch. Ein bisschen lost und ein bisschen aufgeregt, aber es fühlt sich gut an. Ich fühle das, ja. Fühlt euch ganz doll gedrückt. Ich fühle mich gedrückt. Woman, als wär ich Ariana Grande. Von bei Gott ist sie sexy hin zu Baller, sie ist ne Freunde, Babsi Bass, ey. Schaut euch meine Reaction dazu gerne an. Ich bin abgegangen. Ich konnte es nicht handeln, denn ich konnte das nicht handeln, alles, ja. Ey, sehr nice. Ich werde jetzt so eine Ankündigung dafür, dass Stuff kommen wird. Ich freue mich sehr auf alles. Wie gesagt, nächsten Sonntag das Q&A, die Woche darauf, den Real Talk zum Writing. Und ich freue mich da sehr drauf. Wir werden alles hier begleiten auf diesem Kanal, Freunde. Wenn ihr also auch ein Shirizzle, ein OG-Shirizzle vielleicht seid. Oder auch ein neuer Shirizzle. Ist mir vollkommen egal. Lasst gerne ein Abo da. Wir werden uns die ganze Promophase, sage ich jetzt mal, das ganze begleitende Videotagebuch, kann man es auch vielleicht nennen, zu den neuen Album werden wir uns hier auf diesem Kanal mit euch zusammen geben und ein bisschen drüber quatschen. Ich freue mich sehr drauf. Habt einen wunderbaren Tag, Freunde. Bleibt fresh, so wie immer. Und ciao.